Ein Traum geht in Erfüllung, und zwar ich bin hier in Hongkong im Happy Valley. Happy Wednesday ist das Motto heute, fröhlicher Mittwoch. Und hier ist das Rennen, das bekannteste Rennen in Asien oder die bekannteste Rennbahn in Asien. Hier, welcome, Happy Wednesday, hier ist das Schild. Und ich zeige euch gleich, ja, wo ich stehen werde dann nachher, und zwar hier, denn an dieser Stelle heißt es, kommen die Pferde von dieser Seite hier. So, und da möchte ich dann stehen. Da sind die Meterzahlen auch. Hier ist die Startbox für die Pferde. Und da vorne ist die Finishline. Da, wo es sozusagen das gelbe Hufeisen ist, da ist die Finishline. So, und ihr seht, es wird auch langsam dunkel. Es ist ja ein Nachtrennen. Mehrere, ich glaube 6, 12 Jockeys fürs erste Rennen, hier 12 Jockeys, erste Race 1, und ja, und wir haben hier eine Volksfeststimmung, das heißt, hier sind die Biermarken vertreten, hier kann man Bier kaufen, hier kann man essen, hier ist McDonald's, hier kann man, jetzt haben wir gerade keine Musik, und das ist auch gut so, denn jetzt gehe ich ganz ein, Conny ist auch hier beim Rennen, hallo Conny, was für ein Zufall, und Wein gibt es auch. Conny hat sich schon mal ein Gläschen Rotwein ausgeschaut. Conny ist auch rot. Und wir haben auch einen Bekannten, einen Freund, einen YouTuber schon hier. Und zwar, ich stelle euch den Kanal dann auch mal vor. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Es ist ja auch möglich, wir haben uns erkundigt jetzt bei einem ganz netten Mann, der auch einen YouTube-Kanal hat. Und ich werde euch den auch vorstellen. Und er macht Videos über Hongkong. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er uns ein bisschen helfen kann. Und dann hat er wegen der Kamera gefragt. Und so kam dann eins zum anderen. Und so hat er dann eben auch gesagt, wer nicht wetten kann oder es nicht weiß, der kann da hingehen und kann fragen, wie die Quoten sind. Also man muss sich keine App runterladen, sondern man kann ganz einfach sagen, helft mir. Er wird uns auch hier ein bisschen helfen und zur Seite stehen. Und hier sitzt der Originalkommentator der Rennen. Und wir haben das erste Rennen, aber ich sehe nicht wie viele. Da sind die Quoten. Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nur, dass die Leute hier viel Geld wetten. Und so schaut es hier aus. Also ein Traum geht in Erfüllung, den ich vor vielen Jahren mal gehabt habe, wie ich das, ich glaube vor 5 Jahren habe ich ein Film gesehen über den Deutschen hier, der das hier alles ausrichtet und macht. Und alles, was hier eingenommen wird, ist für karitative Zwecke, also alles, was hier erwirtschaftet wird. Und da habe ich immer gesagt, das möchte ich einmal sehen, einmal bei so einem Rennen dabei sein, und das ist wohl eines der prominentesten Rennen. Und hier kommt auch alles zusammen, hier oben in diesen VIP-Logen, wo die Leute dann hinter Glas sitzen. Da oben ist die Kommentatoren-Loge. Hier, da seht ihr, da sitzen die und berichten dann, schauen auf den Fernseher. Und ich habe dann auch schon die Fahrt hierher aufgenommen für jemanden, den es interessiert, in Hongkong zum Happy Valley. Könnt ihr euch bei Gelegenheit dann später mal ansehen. Jetzt aber auch erst nochmal hier die Skyline. Und ja, jetzt freue ich mich, jetzt kommt noch ein bisschen Sonne raus. Und hier ist dann an dieser Stelle, da ist dann der Einlauf. Da ist auch abgesperrt, dass man da nicht reinkommt, um da nicht die Pferde oder sonst irgendwas vielleicht noch zu irritieren. Und ich nehme an, hier werden sie dann nochmal aufreiten oder wie das auch heißen mag. So, ich freue mich auf jeden Fall aufs Rennen und sage, ich habe die Tränen in den Augen. Hier ist das Ziel. Happy Valley Race Course, the Hong Kong Jockey Club. Und hier kommen wir nicht rein. Hier ist gesperrt. Aber ich kann euch hier den Blick noch mal zeigen. So, hier ist das Finished auf die 100stel Sekunde. Und hier wird dann die Winner angegeben, dann die Quote. Und ich sage, ja, schön. Jetzt kommt noch mal das Licht.
ich freue mich drauf und sage, ich sende euch vorab dieses Video. Das ist jetzt sozusagen in ein paar Minuten online. Wir haben Ortszeit heute hier 17 Uhr etwa. Und ich sage bis später. Hasta luego.